Todele, herzlich willkommen nochmal zu einer Replay-Analyse vom Saftschüttler meiner Wenigkeit. Und zwar war das diesmal ein Mega-Random auf dem Sinapelido-Stream vergangenen Tag. Und ja, das Spiel war an sich mal sehr interessant, da wir hier eine Elo-Ungleichheit hatten. Das bedeutet, mein Nachbar, der Tom, meine Wenigkeit hier, waren um die 1800er Elo, während unsere Verbündeten, der Lasse und der Warwen, um die 1500-1600er waren. Unsere Gegner hier gegenüber, der Craggart, auch im 1800er Bereich, der Jumper im 1600er Bereich, der Sinapelido, unser Spitzenreiter, mit 1900er Elo und der Andy mit 1800er ebenso. Von dem her gesehen, eine leichte Disadvantage, würde man sagen, für uns. Nichtsdestotrotz werde ich das Spiel einfach mal laufen lassen, werde zwischendurch pausieren, einige Sachen erklären aus meiner Perspektive und auch versuchen, die Gegenseite zu beleuchten, was meines Erachtens nach ich gut oder schlecht gemacht habe, genauso wie meine Gegenspieler. Ich lasse mal den Nebel des Krieges an und starte das Game einfach mal. Wie ihr seht, haben wir keine Scouts. Deswegen werden wir hier aktiv mit den Kühen scouten. Und hier wird schon der erste Troll im Chat vermerkt. Dementsprechend, wie gehabt, 6 Dorfbewohner auf die Kühe. Und der Rest wird dann auf Holz geschickt. Immer ein ganz guter Trick auch, wenn man jetzt Random-Spieler macht, mit den Schafen zu scouten. Ja, spart einem sehr viel Zeit und Energie. Und wenn es geht, immer effizient alle Dorfbewohner auf eine Kuh schicken. Da kriegt man die Nahrung am besten raus und lässt nichts verschwenden. Hier dann schon das erste Lumbercamp. Und wie ihr seht, ist das Holz auf der Karte knapp bemessen. Das heißt, in diesem Moment bin ich schon am Überlegen, okay, was für eine Strategie machen wir? Oder was für eine Strategie mache ich? Denn im Long Game wird das, denke ich mal, sehr unangenehm, ja, wenn einem das Holz ausgeht. Hier scout ich weiter munter und habe hier auch schon meine Berries. Gehe jetzt mit dem Dorfbewohner hierher, um die Kühe zu holen. Und tue hier auch schon meinen ersten Bohr dementsprechend reinholen. Ja. Dabei können wir einfach mal die Map so kurz mal anschauen. Und zwar ist die an sich ja sehr, sehr offen. Und deswegen habe ich mich dann auch später dazu entschieden, okay, ich habe hier meine Deer Patches, die ich jetzt gleich aufdecke, ja, wo ich dementsprechend einen Food Boost bekommen kann und werde dann auch einen Scout Rush spielen, da das sich für mich mit am besten angeboten hat. Ja, Perser hat eine sehr gute Cavalry Line, können wir gerade mal schauen. Also hier, die haben alles verfügbar, was man im Stall so haben kann. Genauso wie in der Schmiede, alles dabei, kann man sich nicht beschweren. Genau, hier mein Dorfzentrum kurz ein bisschen geeidelt, sollte nicht passieren, aber mein, nichtsdestotrotz, nichts Schlimmes. Hier die beiden Farmer mit den Low HP und dementsprechend hier noch der zweite Bohr, der jetzt reinkommt. 3 auf Holz, wo man dementsprechende gute Uptime zu haben. Um die 8 bis zur 9. Minute sollte ich in die Feudalzeit voranschreiten, um den Überraschungseffekt auf meiner Seite zu haben. So, hier nehme ich das Reh aus mit 4 Dorfbewohnern, um die Effizienz zu steigern. Ja, und hier sieht man schon sehr schön, wie das funktioniert. Ja, die Dorfbewohner haben immer ihren eigenen Willen und vom Micromanagement ist es dann tendenziell immer etwas schwierig, dort der Lage Herr zu werden. Nichtsdestotrotz bin ich auf dem Weg in die Feudalzeit, baue meine Baracke schon und habe hier noch weitere Rehgebilde vor mir, die ich selbstverständlich mitnehme, weil es kostet ja nichts. Genau. So, ab geht's in die Feudalzeit. Der Stall wird gebaut, um dementsprechenden Druck dann mit den Scouts auf meine Gegenüber, meine Nachbarn auszuüben.
Genau, der Rest zieht jetzt nach mit der Feudalzeit. Und die Pocket spielen natürlich in Fast Castle. In diesem Szenario macht ja auch irgendwo Sinn. Hier gleich die Scalebarding Arm entwickelt, also das plus 1 Defense Upgrade für die Scouts, um sie länger am Leben erhalten zu können, um den Gegner ein bisschen länger auf die Nerven zu gehen. Hier scoute ich erstmal ein bisschen, das war der Grund, warum mein Score so weit hoch geht, durch das Scouting, und ich bin housed. Das ist natürlich wieder mega. Macht aber nix. So, hier halten wir kurz mal an. Also, ich greife jetzt mit 5 Scouts an. Hier ist der 6. auf dem Weg. Ja, und habe durch das Feudalzeit hier mein 3 plus 2, also quasi 5 Attack dazu bekommen. Andy, mein Flanken, oder besser der Flankenspieler des gegnerischen Teams, hat hier schon einen Spearman, allerdings auf der falschen Seite, muss man dazu sagen. Und mein Kollege hier, der Tom, macht es auch sehr gut, greift ihn ebenfalls an. Auch mit Scouts. Hat hier schon einen Dorfbewohner verloren. Finde ich sehr praktisch. Und ich vertue ihn gerade von Gold verdrängen und von dem Holz hier. Ja. So, weiterspulen. Er verliert einen Dorfbewohner, er verliert zwei. Und ich muss natürlich schauen, dass ich das hier mit dem Micromanagement so hinbekomme, dass ich nicht ins Dorfzentrum reinrenne. Jetzt gehe ich hier zu den Bären. Die Dorfbewohner hat er noch nicht zurückgezogen. Finde ich, ist ein Fehler. Hätte ich sofort gemacht. Wenn der Gegner schon mal hier in diesem Radius unterwegs ist, muss ich fast davon ausgehen, dass er auch die Bären angreift. Er verliert nochmal zwei Dorfbewohner und ich ziehe mich hier schnell zurück, während er mit seinen Speerträgern versucht, hier etwas zu reißen. Ja. Hier sehe ich noch die Mühle vom Senapelido, der natürlich auch versucht, von diesem Rebus zu profitieren. Und catch mir da den Villager. Lustiger Effekt am Rande. Diese drei Villager hier hätte ich eventuell auch noch kriegen können. Habe ich leider nicht gesehen. Und ja, dementsprechend versuche ich hier währenddessen natürlich meinen Fortschritt in die Ritterzeit zu organisieren. Habe dementsprechend schon viele Leute auf Gold. Und auch die Berries hier und werde dann auch später noch Holz weiter pushen, um ja eine gute Uptime trotz der vielen Nahrung, die ich für die Scouts ausgegeben habe, zu bekommen. So, wir spulen kurz mal vor. Und das Wichtige ist ja bei den Scouts, die haben so ein, sage ich mal, kleines Momentum, das man ausnutzen muss. Und hier habe ich einfach die Überzahl der Scouts genutzt, um den Speer recht effektiv und einfach aus dem Game zu nehmen. Um Senapelido als Pocket-Spieler einfach unter Druck zu setzen, ja. Da er als Pocket immer, oder man fühlt sich als Pocket generell sicherer, da man ja weit weg ist von dem Geschehen. Und das ist eben genau der Fehler, den viele machen. Und als Scout ist man ja mobil, wesentlich mobiler als mit Archers zum Beispiel. Und deswegen bin ich da auch aggressiv auf ihn zugegangen, habe zwei Dorfbewohner mitgenommen und quasi Hit-and-Run-Taktik. Ist mit den Scouts sehr, sehr wichtig. Hier lasse ich, habe ich einen kleinen Mikrofehler gemacht und Andy verteidigt hier mit seinen Speeren gut. Und dementsprechend sind jetzt auch schon die beiden anderen Spieler in der Ritterzeit. Und ja, man sieht hier an sich ganz gut bei diesem Gameplay, ich bin zwischendrin auf dem Weg in die nächste Zeit, dass das Wichtigste ist, mit dem Scout Rush einfach mobil zu sein. Ja, Jumper macht hier jetzt den Fehler, dass er erstens keine Mühle hier baut und des Weiteren seine Dorfbewohner zu sehr gespreadet hat und er hat keinen Spearman, ja, produziert, was ihn seine Teammates sicherlich mitgeteilt haben, da ich ja zuerst beim Andy vorbeigeschaut habe hier, ja, da war ich beim Senapelido und dementsprechend sollte man schon X'en oder spotten und sagen, hey, du Staffschüttler, komm mit Scouts. Wollte ich entweder ein oder mache dementsprechende Gegenmaßnahmen. Ja. Nichtsdestotrotz hat er es leider nicht gemacht. Und hier auch wieder so ein kleiner Trick, man splittet die Armee auf, um dementsprechend ja meisten Effekt draus zu haben. Er kann nicht an zwei Fronten gleichzeitig kämpfen. Ja. Und somit nehme ich hier noch ein paar Dorfbewohner mit. Ja, auch hier die beiden Dorfbewohner machen
Die zwei Scouts machen einen super Job hier, greife ich noch die Woodline an und wieder Hit and Run und weg damit. Hier ein kleiner Mikrofehler von meiner Seite aus, ein Scout verloren hätte nicht sein müssen. Und das war an sich schon das Momentum, wo ich mit dem Scout Rush hatte. Habe ich bis jetzt meines Erachtens nach einen sehr guten Erfolg gehabt, um die 10 Villager von allen zusammen. Grob überschlagen, ist sehr, sehr gut. Ja, für die aufgewendete Menge, denn je früher man die Dorfbewohner killt, umso mehr sind sie wert, da sie nicht länger leben, um mehr Rohstoffe zu regenerieren. Andy macht es hier sehr geschickt, er wallt sich hier zu, hält wohl nichts von der Nachbarschaftshilfe. Und ich kann in der Hinsicht nichts mehr machen. Und gehe dementsprechend auf Ritter und auf Kamele, da ich vom Sinapeledu hier die Knights schon sehe. Und ja, einfach die Kontereinheit bauen möchte. Hier rusht er mich ein bisschen. Sehr gut gemacht. Ja, mein Gold hier hinten ist ziemlich offen. Das heißt, keine Protection hier. Und ich habe die ganzen Villager hier untätig. Das kostet mich sehr, sehr viel Gold. In der momentanen Situation, wo ich wirklich jedes gebraucht hätte. Nebenbei gehe ich hier noch auf Stein. Habe ja auch fast schon genug Stein, um mir eine Burg zu bauen, denn mein Plan war es, beim Andy hier einen Castle Drop zu machen in dieser Area hier, um weiter auf sein Frontgold zu pushen, dass er einfach dort dementsprechend wirtschaftliche Einbußen hat. Ja. Mit dem Tom haben wir gerade abgesprochen, dass er boomen soll als Gote. Ich halte so lange die Stellung hier auf dem Schlachtfeld und versuche, ja, Sinapeledu und Andy 2 gegen 1 so lange hinzuhalten, bis Tom sich wirtschaftlich in Szene gesetzt hat, um eben den Push der Goten vollends ausspielen zu können. Sinapeledu hat jetzt schön gemerkt, dass er mit seinen Rittern nicht weit kommt gegen meine Kamele, hat sich auch folgerichtig zurückgezogen. Und momentan habe ich hier eine, muss man sagen, sehr unbalancierte Economy. Das bedeutet viel zu viele Leute auf Gold, bisschen overreacted. Und ja, weiterhin produziere ich hier fleißig Kamele. Baue jetzt hier auch meine Burg. Und habe auch schon hier einen Siegwartshop gebaut, um dementsprechend dann mit Rammen beim Andy die Mauern zu durchbrechen, um weiterhin Druck auszuüben. Das ist immer sehr wichtig in dem Spiel. Wer Druck macht, gewinnt. Bisschen so wie im echten Leben, wer fragt, der führt. So kann man es vergleichen. Und so ist es hier dementsprechend auch. Mönche sehr gut, meines Erachtens, nicht nur gegen die Ritter, sondern auch um seine eigenen Truppen wieder auf volle Gesundheit zu bringen. Hier Rush craggert mich ein bisschen. Ja, von der anderen Seite der Map, wenn wir das mal anschauen, von wo der herkommt. Die Schützen eine, ja, so gut wie eine Weltreise hinter sich, um bei mir anzukommen. Erreichen hier nicht so viel, da mein Town Center noch rechtzeitig abgegangen ist und sie hier in dieses Crossfeuer, also in dieses Kreuzfeuer reinkommen. Ja. Ist auch immer sehr wichtig, dass man versucht, die Dorfzentren so zu platzieren, dass sie einen sehr großen Spot haben, wo die Villager bei Gefahr eben schnell und sicher hinkommen. Ja. Hier hat man so dieses Dreieck quasi. Und meine Kavallerie kommt dann auch gleich und räumt das Ganze auf. Tom ist jetzt schon in der Imperialzeit. Und zu diesem Zeitpunkt des Spiels waren wir schon sehr, sehr zuversichtlich. Denn der Score sprach für uns. Na? Aber der Score kann auch manchmal massiv täuschen. 3 TCs ab. Zu diesem Zeitpunkt wäre oder hätte ich im Normalfall schon zur Imperialzeit abgehen müssen. Wie gesagt, meine Economy Balance war zu dem Zeitpunkt etwas nebst der Spur. Wäre ja sicherlich mit dem Market einiges möglich gewesen. Hier, sehr schön gemacht vom Andy. Ja, hat sich hier direkt eine Burg hingebaut, denn er hat natürlich gesehen, dass hier
sein Gegenspieler, der Tom, als Flankenspieler in Imperialzeit ist und er weiß dann dementsprechend, okay, jetzt kommen bald die Huskale oder halt die Kaserneinheiten gespammt. Da muss man sich einfach zuholen, sonst hat man definitiv die schlechteren Karten. Ich merke recht schnell, okay, kann ich nichts machen und ziehe mich dann auch wieder folgerichtig zurück. Hier weiterhin fleißig auf. Jetzt auch Kartografie von meiner Seite aus erleichtert das Teamplay ungemein und Tom baut hier dementsprechend, wie sich als guten Spieler gehört, die Baracken auf und gibt dann hoffentlich Vollgas. So. Ich versuche hier ein bisschen zu raiden, funktioniert allerdings nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ja, Jumper reagiert jetzt sehr gut, hat hier die Pikes gebracht. Gegen Konter für die Ritter mit Kombination dem berittenen Bogenschützen als Konter für die Kamele. Und hier werden auch die Einheiten vom Tom dementsprechend dezimiert. Ja, die Conquistador machen dann einen super Job und durchsieben die Infanterie ganz einfach. Ja. Hier macht Craggert jetzt einen guten Schachzug. Ja, er greift einen Tom an, da er punktetechnisch der beste Spieler ist und wie gesagt als Gote einfach ja diese Late-Game-Bonus hat, diese Late-Game-Power, wo man effektiv Einheiten wirklich spammen kann. Man sieht es hier sehr gut. Und wenn man dort dementsprechend ihn freien Lauf lässt, wird das sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Ich für meinen Teil mache jetzt hier gar nichts mehr. Versuche jetzt wirklich in die nächste Zeit zu kommen. Tue hier auch die Burgen innerhalb meiner Base bauen. Also nicht mehr aggressiv, sondern eher defensiv. Denn im Late Game kann es oft passieren, dass man geradet wird. Und da sind Burgen in der eigenen Base sehr, sehr effektiv. So, Senapelidus jetzt in der Imperialzeit, das macht uns einiges schwieriger, denn er ist Portugiese und wird dementsprechend auf Schießpulvereinheiten gehen. Ich für meinen Teil wollte hier noch ein bisschen mehr Stable aufbauen zum Pushen und schaue jetzt hier auch mal mit meinen berittenen Einheiten an Craggert vorbei. Da muss ja jeden Spieler mal besuchen im Game, das ist immer ganz wichtig. Und dementsprechend nehmen wir auch ein paar Villager mit, zweimal mitgenommen. Und hier kommen auch schon die Eagle Warrior von ihm. Tom unterstützt mich hier sehr gut. Ja. Dennoch leider nicht den gewünschten Erfolg, den wir gebraucht hätten hier. Hier ein bisschen von Vanessa in seiner Woodline haben wir ihn verdrängt. Und nun kommt das Essentielle an dem ganzen Push, nämlich der Versuch, ihn von seinem Gold zu trennen. Denn Gold ist essentiell für die ganze Geschichte. Gerade wenn man auf Eagle Warrior setzt, braucht man sehr, sehr viel Gold. Und da ist hier der Idle Time für uns herzlichst willkommen. Senapelidu macht jetzt hier einen sehr, sehr guten Rush. Die Kombination mit seinen Pikes gegen meine Ritter und Paladine. Ja, hier werden nochmal Ställe aufgezogen mit voller Produktionskraft, um nochmal ordentlich Gas zu geben. Ja. Man sieht hier diese Spezialtree von den Portugiesen. Ja, die Ballisten schießen wesentlich schneller und genauer und das macht es meiner Burg umso schwieriger am Leben zu bleiben. Ich hatte auch zu diesem Zeitpunkt keine großen Ambitionen, da vorne die Burg zu halten, muss man ehrlich sagen. Dementsprechend geht die dann auch schnell drauf. Und das Chevalier-Upgrade ist auch fertig. Produziere von fast allen Stablen jetzt Vollgas-Chevaliers und müsste auch bald dann das letzte Rüstungs-Upgrade entwickeln, wenn ich es nicht schon habe.
Genau, hier versucht Craggart mich wieder unter Druck zu setzen. Zum Glück habe ich hier meine Burg und meinen TC und dann hat man wieder dieses Kreuzfeuer. Und da die Eagle Warriors ja keine hohe Pierce-Armor haben, sind die dort auch relativ schnell durchsiebt und haben dort ein reichlich wenige Chance. Senapelido möchte mich dann auch noch ein bisschen an der Party teilhaben. Funktioniert allerdings leider nicht so gut. Und hier möchte ich mal kurz einsteigen, denn wichtig ist ja auch, dass man schaut, okay, was machen die Gegner gut, was machen die besser als wir. Und in dem Fall muss man einfach sagen, momentan hat Senapelido sich hier wesentlich besser aufgebaut als ich jetzt als Pocket-Spieler. Hat hier dementsprechend Archie Rangers gebaut, um die Kanoniere zu pumpen, um Trebuchets zu bauen von den Burgen. Ja. Und Jumper kommt hier zur Unterstützung mit dementsprechenden Stellen, um auch Ritter zu pumpen. Ja. Und das ist genau das Tolle an solchen Games, dass oft die Leute den Unterschied machen, die von der Elo her gar nicht so den Ausschlag geben sollten, halt dennoch mit ihrer Armee dann den I-Punkt setzen und somit einem die Niederlage beifügen können. Ja. Annäht hier seine Konquistadoren und er weiß natürlich, okay, gegen die Huskals braucht er Nahkampfeinheiten, das heißt die Longswordsmans, und dementsprechend, da auch schon in der Imperialzeit ist, dann die Fortsetzungen davon bis hin zum Elite-Soldaten. Ja, Tom versucht hier weiterhin zu pushen, macht das auch sehr gut. Hier die Trebuchets hätte er meines Erachtens ein bisschen besser beschützen müssen. Ja, macht er jetzt dann auch. Aber hier, wie man sieht, die Schießpulvereinheit mit 17 Attack und Rüstung sind einfach richtig, richtig mies. Und er wird auch zu Hause konstant geradet vom Craggart, der eben mit seinen Eagle Warriors dort die perfekte Einheit dafür hat, um die ganze Zeit jemanden zu stressen. Ja. Ich für meinen Teil mache jetzt das Paladin-Upgrade, um nochmal so für den letzten Schlag auszuholen. Ja, und hier sieht man dann leider für uns sehr gut, was passiert, wenn man die Trebuchets allein lässt. Sie gehen kaputt und durch die Schießpulvereinheiten passiert das sehr schnell und das sind wirklich sehr, sehr viele Ressourcen, die jetzt innerhalb von 20 Sekunden hinweg sind und somit ist auch das Momentum verloren. Andy verteidigt hier sehr gut und dementsprechend war für uns das Game an dieser, ja, an dieser Phase schon entschieden. Ich habe hier noch ein bisschen geholfen, mit meinem Paladin hat es dann leider auch nicht mehr rausgerissen. Und hier wird einfach nur noch dementsprechend gecleant und alles fertig gemacht. Hier noch ein kleiner Raid von mir, nochmal um an das Gold zu kommen. Und man muss an der Stelle auch sagen, Craggart macht das hier auch sehr schön mit diesem Kreuzfeuer. Man hat hier auch wieder so dieses Dreieck, wo man durch muss als Angreifer. Und hat hier drüben auch nochmal eine Burg und hat sich hier auch sehr gut zugewallt. Also meine Paladine kriegen schon sehr, sehr viel Damage ab, bevor sie überhaupt an der Stelle sind, wo ich sie haben möchte. Und daran erkennt man auch eine gute Defense, dass einfach der Gegner schon sehr stark angehittet ist, bevor er überhaupt in die Wirtschaft des Gegners oder eben eines selber reinkommt. Er reagiert hier gut, tut gleich alles wieder einquartieren und ich nehme mir zwar 4, 5, 6, 7 Dorfbewohner mit, macht jetzt aber den Braten auch nicht mehr fett und dementsprechend gehe ich dann auch wieder weiter. Hier schaue ich nochmal beim Senapelido vorbei, einfach weil ich es kann. Und raid ihn hier auch nochmal ein bisschen. Hier habe ich auch noch Paladine zur Protection da und habe hier auch noch ein paar Kasernen zur Unterstützung gebaut. Allerdings hat das jetzt im Late Game leider nichts mehr geholfen und hier sind die Champions vom Andy, wie ich angesprochen habe, und Tom fragt mich an der Stelle schon wieder unser Team nach dem GG. Und ich wollte noch Markt anfangen, Markt aufbauen und anfangen zu handeln, da mir das Gold ausgehen wird in näherer Zukunft. Hier sieht man es sehr schön. War dann leider ein bisschen zu spät. Mein Raid hier bringt dann auch nicht mehr den gewünschten Erfolg zum Sieg. Und dementsprechend kommt dann auch bald schon das GG.
Sieht ja auch sehr schön die Kanonentürme. Ja, kommt mal die Frage. Ich bestätige dann GG und jetzt kommt das GG. Man sieht hier sehr schön, die Kanonentürme machen ihren Schaden und durch diese schnellere Schussfeuerrate ist es wirklich sehr, sehr schwer dort der Lage Herr zu werden. Ja, und war an sich ein sehr, sehr gutes Game. Hätte ich nicht erwartet durch den Elo-Unterschied, dass man so ein spannendes Spiel hinbekommt. Ja, wo lag jetzt der Fehler? Ich bin der Meinung, wenn meine Wenigkeit beim Andi mehr gepusht hätte, in der Ritterzeit, wäre vielleicht einiges anders gelaufen. Ja, kann man im Nachhinein leicht sagen. Tom hat sich auf jeden Fall gut gehalten, hat alles gegeben. Und wenn man natürlich Sena Pulido mit den Portugiesen und den Azteken Late Game kommen lässt, ist es sehr, sehr schwierig dort noch was zu machen. Aber das war erstmal meine Analyse und ich bin raus. Schönen Tag wünsche ich euch noch. Macht's gut.